Dies ist die Geschichte von Eduard Hoffmann, der sich Eddie der Bär nannte. Er war 1,90 Meter, war grad 18 Jahre, war breit wie ein Schrank, vertrug 20 Klare. Revolvern und Titten. So kam er auf seinem heißen Ofen, verpennt und unrasiert, in die Fabrik geritten. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Western, wo ein einsamer Held für Gerechtigkeit sorgt auf dieser Welt. Einsam sind die Tapferen, das war eingraviert in ein Amulett, das Eddie trug. Denn Eddie war als echter Held nicht organisiert. Das war von ihm so ein Charakterzug. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Und jeden Freitag ging er einen heben, weil man da so manches vergisst. Und auf dem Heimweg hat er den Direktor in den Briefkasten gepisst. Dann lächelte Eddie verschmitzt und rief: Komm raus, alter Kohlenbaron! Hier draußen tobt eine feine, kleine Privatrevolution. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Mit Vertrauensleuten, Gewerkschaft und so, da hatte er nix am Hut. Denn echte Männer, die brauchen ja nur Tabak und kaltes Blut. Und wenn mal einer der Jugendvertreter den Eddie beiseite nahm, lächelte Eddie wie Henry Fonda, sodass er zwei Hütchen bekam. Und er sagte lässig: Ach, leckt mich doch am Arsch mit eurem Kram. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Eddie der Bär, Eddie der Starke, Eddie mit der harten Zigarettenmarke. Eddie war kein schlechter Kumpel und ihm passte auch vieles nicht. Doch, dass man gemeinsam was ändern kann, daran glaubte er nicht. Es war an einem Dienstag, da ging ihm mal die Galle über. Ein paar Bier in der Kantine waren wohl auch schuld daran. Da hatte Eddie seine große Stunde. Er schritt wie John Wayne zum letzten Showdown auf den Platz am Tor 1, wo das Chefbüro steht. Die Daumen klemmte er in den Hosenbund und schob seinen Helm in den Nacken. Da nahm er noch schnell einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Und er rief:
Hier steht Eddie. Komm raus, alter Kohlenbaron. Ich hab den längsten Zieblank. Doch nichts geschah. Alles blieb still. Da nahm Eddie noch einen kräftigen Schluck und warf mit der Flasche das Fenster des Firmengottes ein. Und Eddie lächelte, als es klirrte, und er stieg auf seinen Feuerstuhl und ritt von dannen durch das große Tor und wurde nicht mehr gesehen. Legenden nichts gebracht.